Hallo ihr Lieben, ja, ich sende euch wieder einen Impuls aus dem Wald. Ich bin hier gerade wieder unterwegs und heute möchte ich mit euch teilen eine Frage, die ich ganz, ganz, ganz oft gestellt bekomme. Die Frage, Svenja, was darf mein Hund eigentlich? Und da sehe ich, dass durch die große Unsicherheit bei den Hundebesitzern ist es so, dass entweder zu viel gemacht wird mit den Hunden aus Unsicherheit oder es wird zu wenig gemacht. Und ich hatte noch ein Video, ich mache ja auch immer gerne Videos von mir und meinen Hunden in meinen Begleitungen, wo es darum geht, dass ich dir zeige, wie du in deiner Klarheit, in deiner Präsenz bist, dass deine Hunde, so wie hier, bei dir sind, dass sie sich an dir orientieren. Darum geht es immer, immer wieder. Und ich hatte noch ein Video, ein altes Video, wo ich essen war, oder wo wir, mein Mann und ich, essen waren, mit unserer 8 Monate alten Hündin. Und das ist so ein schönes Beispiel. Diese Hündin, weil sie einfach auch noch sehr jung war, blieb jetzt nicht wie festgenagelt unter unserem Tisch sitzen, sondern sie stand unter unserem Tisch, sie hat mal hin und her geguckt, sie hat sich ein paar Mal so hin und her bewegt und war einfach interessiert, hat sich zwischendurch auch hingelegt. Und das ist ein ganz, ganz geiles Beispiel dafür, dass ich geschaut habe, was ist jetzt eigentlich in der Möglichkeit dieses jungen Hundes. Und sie hat ein von mir gewünschtes Verhalten gezeigt. Sie war entspannt. Sie hat interessiert geguckt, sie hat nicht gebellt, sie hat das Ganze ganz, ganz toll gemeistert. Und das ist es, worum es geht für dich als Hundebesitzer, dass du schaust, dass du dich fragst, was möchte ich eigentlich? Und wie sieht das Leben mit meinem Hund aus, dass ich ein entspanntes, glückliches Leben habe? Und da aber wir so viel Input bekommen von außen, also durch sehr viele Möglichkeiten von einem Hundetraining, durch sehr viele Möglichkeiten, was du mit deinem Hund machen kannst, ist es so, dass einfach häufig Chaos entsteht. Dass die Teilnehmer, die zu mir kommen, sagen zu mir, Svenja, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Und was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und ich bringe dich dahin, dass du aus dir heraus, aus deiner Kraft, aus deinem Wissen heraus, aus deiner Sicherheit, aus deinem Vertrauen heraus, dass du da herausfindest, Wortspiel, was du eigentlich möchtest. Und ich gebe dir halt immer wieder Hilfestellung. Und ich drücke dir nicht irgendetwas rauf, sondern durch meine Begleitung wirst du in dieser Präsenz und dieser Klarheit, wo du denn bist, wirst du erstmal sehen, wow, mein Hund orientiert sich an mir. Und daraus wirst du dann herausfinden, okay, was ist eigentlich in der Möglichkeit meines Hundes? Weil das ist auch nochmal spannend, wenn ich jetzt meiner Hündin mit 8 Monaten, wenn ich die gezwungen hätte, durch irgendwelche Techniken oder Methoden, dass sie an dem Platz sitzen muss oder dass sie gar liegen muss, dass sie sich nicht bewegen darf, das wäre nicht, ihr nicht möglich gewesen. Und sie hätte dann mit irgendwelchen Übersprungshandlungen reagiert. Und das lernst du halt auch bei mir. Also du lernst bei mir, dass du erkennst und weißt, okay, was ist jetzt eigentlich das Richtige für meinen Hund? Weil häufig machen wir zu viel oder aber wir machen zu wenig aus Angst oder Unsicherheit. Und dann wird es halt ein chaotisches Leben mit dem Hund, dass der Hund halt macht, was er möchte, beziehungsweise dass er nicht weiß, was er machen soll und er macht irgendwelche komischen Sachen, wie bellen, wie Leine ziehen, wie Aggression, wie schnappen. Das erlebe ich super, super häufig. Und je klarer du bist, je präsenter du bist, desto mehr kann sich dein Hund an dir orientieren. Und du wirst in deinem Alltag dann auch merken und sehen, hey, ja, so wie bei meinem Essen gehen, das ist okay. Sie darf aufstehen, sie darf sich etwas bewegen. Sie ist aber dabei gechillt,
sie ist ruhig und das ist ein schönes, gewünschtes Verhalten und deswegen ist es okay. Ja, und schaue mal in deinem Alltag, wie du ja, deinen Alltag, deine Struktur lebst. Und jetzt ist es auch wieder so schön. Ich mache nichts. Ich bin einfach nur da. Und meine Hunde sind immer da. Egal, wie ich gehe, egal, wohin ich gehe, sie sind da. Und wenn ich mal einen Abruf machen muss, weil jetzt vielleicht ein Reh hier vorbeiläuft oder wenn ich einen Hund sehe oder wir Hundebegegnungen haben, dann rufe ich sie, also ich pfeife und dann sind sie bei mir, dann sind sie bei mir bei Fuß. Aber das ist nur, weil ich in dieser Klarheit und in dieser Präsenz bin. Und ich weiß, ich sage das super, super häufig, aber das ist die absolute Basis. Und wenn diese Basis einmal steht, dann kannst du aus dieser Basis heraus deinen ganzen Alltag leben. Und hier seht ihr den Toni, das ist mein ältester Lagotto, der früher immer weggelaufen ist, weil ich ihn mit 2,5 Jahren bekommen habe und er überhaupt keinen Bezug zu Menschen hatte. Und er ist so schön bei mir, er orientiert sich so schön an mir. Und diese Verbindung ist so fest und die ist so stark. Und ja, das wünsche ich mir auch für dich und deinen Hund. Aber es funktioniert halt nicht, wenn du nur an deinem Hund quasi rummachst. Wenn du nur versuchst, deinen Hund zu korrigieren. Wenn deine Energie nicht stimmt. Und wenn du diese Unsicherheit hast, was ich jetzt am Anfang, was der Anfangstenor war. Wenn du diese Unsicherheit hast und gar nicht mehr weißt, was darf er jetzt eigentlich, was darf er nicht, was will ich, was will ich nicht, ich weiß es schon gar nicht mehr. Otto und vieler Teilnehmer. Das spiegelt halt dein Hund. Ja. Und schaue gerne auf meiner Webseite. Ich habe da ganz, ganz wundervolle Begleitungen. Ich habe meine Online-Begleitung. Ich habe meinen Präsenztag, wo du zu mir kommst, wo du von mir lernst, wie du in deine Klarheit, in deine Energie kommst. Und die Seminare bauen aufeinander auf. Also ganz häufig buchen meine Teilnehmer erstmal die Online-Begleitung und dann den Präsenztag. Oder aber aktuell habe ich auch eine wundervolle Frau mit ihrem Hund, die halt eine 1-zu-1-Begleitung gebucht hat. Das heißt, wir gehen Schritt für Schritt die Bereiche durch. Ich gehe immer sehr gerne erst den Bereich zu Hause durch, weil zu Hause ist nämlich auch die Basis. Wie ist es zu Hause, dass du von zu Hause aus diese Klarheit, diese Präsenz aufbaust? Und dann gehe ich mit meinen Teilnehmern nach draußen, dass, so wie jetzt hier, ja, dass wir schauen, dass wir üben. Und dann kommt sie zu mir und wir verfestigen die ganze das Ganze, was wir vorher erarbeitet haben. Und ja, schaut gerne, stöbert gerne. Und wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir. Und ohne Worte, nur mit deinem Dasein, wird dein Hund ein gewünschtes Verhalten zeigen. Und bei Bedarf natürlich mit einer Korrektur. Aber es braucht diese Basis, es braucht diese Verbindung. Melde dich sehr gerne für ein sicheres Leben mit deinem Hund. Und dass du, das war immer so mein größter Wunsch, dass ich einfach im Alltag alles mit meinem Hund machen kann. Dass ich nicht überlegen muss, kann ich jetzt essen gehen? Kann ich in die Stadt gehen? Kann ich überhaupt in den oder den Wald gehen? Wie ist es mit Hundebegegnungen? Muss ich ständig gucken, oh, kommt da ein anderer Hund? Sondern das ist einfach ein Leben ist, wo du sagst, okay, ich packe jetzt meinen Hund ein und egal was kommt, ist es einfach geil.
Und das ist möglich, ihr Lieben. Das ist es ja auch nochmal. Viele geben dann ja schon auf und sagen, ach komm, ich gehe morgens um 5 Uhr spazieren und dann begegne ich keinem. Aber das ist es nicht. Sondern aus diesem Wissen heraus, aus diesem Üben heraus, wirst du diese tiefe Verbindung zu deinem Hund aufbauen. Und wenn du dann die Korrekturen anwendest und mit deiner Energie spielst, dann wirst du dieses vertraute, sichere Leben mit deinem Hund haben. Mhm.